Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich angesichts von Spekulationen über die künftige Führung des Verteidigungsministeriums nicht eindeutig geäußert. Er betonte allerdings seine Pläne in seinem derzeitigen Ressort. Ich habe jedenfalls als Arbeitsminister noch eine ganze Menge vor, sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung Hart aber fair. Kanzler Olaf Scholz werde schnell bekannt geben, wer die Nachfolge von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht antritt. Die seit Monaten in der Kritik stehende SPD-Politikerin hatte zuvor schriftlich mitgeteilt, dass sie Scholz um die Entlassung aus dem Kabinett gebeten habe. Die Nachfolge blieb zunächst ungeklärt. Scholz sagte dazu jedoch, ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll.